Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Kaulius probiert es aus und gleich am Anfang einen großen Dank an Universe2Go, dass ich mal für einige Tage mein ganz persönliches Handplanetarium ausprobieren konnte. Das ist nämlich jetzt Anfang 2015 auf den Markt gekommen und ich kann schon mal vorwegnehmen, für Leute, die gerne mal die Sterne angucken, aber nie so richtig wussten, was das da eigentlich ist, außer dem großen Wagen eigentlich nicht viel erkennen können, für die ist das nahezu das ideale Produkt. Zumindest wenn sie bereit sind, 79 Euro, so viel kostet das Ganze noch bis Ende März, oder 99 danach auszugeben bei astroshop.de. Das scheint bisher der einzige Händler zu sein. Zurück geht dieses Produkt auf ein Crowdfunding-Projekt bei Startnext. Das gibt es auch. Es gibt also nicht nur Kickstarter, es gab auch und gibt auch Startnext. Und da hat man allem Anschein nach genügend Leute auch hierfür begeistern können, sodass man in die Produktion gehen konnte und wie gesagt jetzt ab Dezember bzw. Januar 2015 auch tatsächlich für jedermann dann erhältlich ist. Für sein Geld bekommt man vor allem diesen schwarzen Kasten, das bedeutet viel Plastik und in der Mitte noch eine Plexiglasscheibe und zwei Spiegel. Und das soll Spaß machen? Ja, das werden wir uns dann ja gleich mal genauer angucken. So ist das Ding erstmal völlig sinnlos und wertlos, weil man braucht auf jeden Fall ein Smartphone dafür. Android oder iOS sollten es dann auch schon sein und eine bestimmte Größe sollte auch noch eingehalten werden. Da kommen wir gleich nochmal zu. Ja, eine Tasche gibt es auch noch und ein Tragegurt. Dann schauen wir jetzt mal, was wir uns sich da jetzt genau hinter verbirgt. Man merkt schon, da wird wohl was eingelegt, da wird wohl irgendwas eingeblendet und irgendwo guckt man hin. Dann öffnen wir mal das Verdeck oben und da erkennen wir schon ein Schaumstoff-Passepartout. So nennt sich das. Sprich, wir können also je nach Größe des eigenen Handys hier verschiedene Teile auseinandernehmen, die dann wieder reinstecken und dann unser Handy da irgendwie reinzwirbeln, sodass es auch halten sollte. Wie wir hier schon sehen, ein iPhone 6 Plus ist zu groß. Damit wird man also nichts damit. Man sollte die Maße von 147 x 74 x 11 mm nicht überschreiten. Und dann können wir, wenn wir ein etwas kleineres Telefon uns dann zufällig noch besorgt haben, wie hier zum Beispiel ein iPhone 5, das können wir dann reindrücken, wenn wir diese Ecken oben dann da reinkleben. Das geht dann auch. Und dann können wir mit dem Ganzen arbeiten. Eine App muss man auch noch runterladen. Ein Code dafür ist mit im System drin. Dann kostet das auch nichts. Man muss mindestens Version 4.2 bei Android haben und bei iOS sollte es mindestens 7.0 sein. Sollte man übrigens mal das Handy wechseln, dann kann man so ein Passepartout auch nachkaufen, diesen Schaumstoffeinleger. Das kostet um die 5 Euro aktuell zumindest. Ja, reingelegt, zugedrückt und schon können wir jetzt durchgucken und jetzt gucken wir mal, ob wir es sehen können. Also wenn man es richtig mit dem Auge schaut, dann kann man nämlich diese grünen Punkte sehen und zwar sozusagen 3D übereinander gelagert. Ja, da wo ich den Finger hinhalte, könnte man es mit gutem Auge jetzt sehen. Ich halte mal hinten zu, da sieht man. Also, da wird was ins normale Bild eingeblendet. Augmented Reality nennt sich das Ganze. Und an den Anfang haben die Erfinder erstmal ein Justieren gestellt. Man muss diese Kreise übereinander bringen, also mit der Brille. Jetzt gucken wir ja direkt gerade aufs Handy. Noch zwei, drei andere Kleinigkeiten machen und dann ist es auf das eigene Blicken, die eigenen Augen entsprechend eingestellt. Da muss man es nicht wieder machen. Wie wir hier sehen, ja, mit Kopfhörern wird man nicht richtig was von damit. Geht zwar, man muss aber dann aufpassen, dass das Kabel nicht abgeklemmt wird. Deswegen bietet der Hersteller auch ein Bluetooth-Kopfhörerteil an, das man natürlich wieder kaufen muss. Okay. Und dann geht's raus mit meinem Handplanetarium, ran ans Auge und gewartet natürlich, dass es dunkel wird. So im Hellen macht das jetzt noch nicht so viel Spaß, aber im Dunkeln, da gibt's dann einiges zu entdecken. Wir erkennen hier schon schwach, wenn man richtig guckt nachher, nicht nur mit der Kamera, erkennt man es auch wirklich gut, dass nämlich über den normalen Himmel dieses vom Handy erzeugte Bild gelegt wird. Beides kann man synchron bringen und dann kann man eben sich erzählen lassen, welche Sterne sehe ich denn da. Das heißt, ich habe das Teil also auf den Augen, blicke hoch und sehe sozusagen sowohl das Handybild mit dem Sternenhimmel, der gerade berechnet wurde, und dem echten Sternenbild, das eben über mir gerade existiert. Und je nachdem, wo ich hingucke und wo ich den Cursor dann hinpacke, da sagt er mir dann, was ich da gerade sehen kann. Ich kann hier verschiedene Dinge dann einstellen, vom Startermodus über Entdecker und so weiter. Und das kann ich einstellen, indem ich einfach nach unten gucke.
Dann kommt das, wieder gerade gucke und dann nach links und rechts den Kopf bewege, um dann dieses Menü zu bedienen, ohne das Handy wieder rausholen zu müssen. Hier sehen wir zum Beispiel gerade den Deep Sky Modus. Da zeigt er uns dann auch noch besondere Elemente, die man mit dem Auge gar nicht sehen würde. Aber dafür hat er entsprechende Bilder. 150 von diesen schönen Bildern hat er in der Datenbank drin. Ja, hier sieht man auch nochmal, wie ich dann dieses Menü bedienen kann. Etwas unhandlich, wenn ich es mit dem Handy selber machen würde. Dafür ist aber auch nicht gedacht. Ich soll ja die Brille gefälligst aufsetzen. Insgesamt sind es 120.000 Sterne zwar, die er hat. Das nutzt einem jetzt aber nicht so viel, weil die kann man eh nicht sehen. Und das Wichtige ist, glaube ich, am Anfang erstmal zum Beispiel Sternbilder zu erkennen. Aufgrund der Popularität der Sternengruppe, die den großen Wagen bilden, ranken sich viele Legenden in den verschiedensten Kulturen um sie. Und jetzt hören wir hier auch, weshalb man einen Kopfhörer vielleicht aufsetzen sollte, weil nämlich hier zum Beispiel die Mythologie von Sternbildern erzählt wird oder sonstige Hintergründe und das auch mit einem wirklich professionellen Sprecher, dem man gerne zuhört. Insgesamt sind es 3 Stunden Audiomaterial, das dann eben in kleinen Schnipseln präsentiert wird, je nachdem, was man sich gerade anguckt. Zum Beispiel hier auch Planeten hat er. Wenn wir das dann anvisieren, mit der Brille deutlich einfacher als mit der Hand. Neptun ist der einzige Planet im Sonnensystem, der nicht zufällig durch Beobachtungen entdeckt, sondern dessen Existenz durch theoretische Berechnungen vorausgesagt wurde. Hätten Sie es und ihr es gedacht. Hier sehen wir die verschiedenen Modi. Entdecker ist zum Beispiel, um Sternenbilder und Sterne zu erkennen. Mythologie, da erzählt er ein bisschen was. Ja, was war der große Bär denn? Wie kam es dazu? Deep Sky ist eben der Modus mit besonderen Elementen. 3D kann ich es mir auch noch angucken. Dann wird das noch so ein bisschen vor- und zurückgeholt, als wenn ich da ja, fast wie mit einem Raumschiff rumfliegen würde. Ich kann auch ein Quiz starten. Dann zeigt er mir zum Beispiel hier ein Sternenbild, das ich jetzt bitte schön am Himmel finden soll. Und wenn ich es nicht finde, ja, dann kriege ich einen falsch und habe noch 2 weitere Versuche. Wenn ich das immer noch nicht schaffe, dann kriege ich was Neues vorgesetzt. Ja, ich weiß. Da haben wir jetzt den Entdeckermodus. Zum Beispiel hier Herkules. Wer kennt das Sternbild nicht? Hier hat man es dann jetzt kennengelernt. Also 88 Sternbilder hat er. Und dazu übrigens auch noch natürlich die Planeten. 120 Deep Sky Objekte eben im Bild. Satelliten und die 30 hellsten Sterne. Zu denen jeweils hat er ein bisschen was zu erzählen. Das Ganze funktioniert natürlich dadurch, dass moderne Handys nicht nur GPS haben, sondern auch einen Sensor, der erkennt, in welcher Lage ich gerade das Handy halte. Und dadurch dann parallel und synchron das entsprechende Sternenbild mir aufs Gesicht projizieren bzw. aufs Handy-Display packen kann. Das funktioniert in der Regel auch wirklich gut und fast genau. In 1-2 Fällen hatte ich es während meines Tests, wo er völlig daneben lag. Dann muss man unter Einstellung ihm sagen, dass ich gerne nochmal einen Stern als Synchronobjekt nehmen möchte und dann funktioniert es ein paar Minuten später auch wieder. Ich kann auch nach Objekten suchen lassen. Wenn ich jetzt sage, wo ist denn jetzt der große Bär? Dann zeigt er mir hier mit diesem Strich, wo ich hingehen muss. Ich folge mit dem Kopf und schon habe ich einen großen Bären gefunden. Yippie-yay, Schweinebacke. Leider lässt sich das im Video jetzt nicht so richtig darstellen, weil es einfach zu dunkel ist. Aber wir erkennen hier tatsächlich, dass er auch diese Deep Sky Elemente jetzt da schön mit einem Bildchen dann noch vorholt, wo man dann Spaß hat zu erkennen, was man normalerweise mit dem normalen Auge eben nicht sehen kann. Und damit auch wirklich einen schönen Eindruck davon bekommt, dass da oben eben viel mehr ist als einfach nur so ein paar Punkte. Erst recht, wenn man in der Stadt ist, wo man nur ein paar wenige Punkte wirklich so mit bloßem Auge sofort erkennt. Hier sehen wir das Ganze übrigens jetzt mal von der anderen Seite. Da erkennen wir auch, dass eben dieses Bild vom Handy hochtransportiert wird für beide Augen. Deswegen kann man eben auch 3D, wenn man möchte, dazu schalten. Ist ja nicht jedermanns Sache. Also deswegen muss es nicht sein. Und das dann eben mit ins Sichtfeld hinein projiziert wird über diese schiefe Ebene als Plexiglasscheibe. Diese Idee übrigens, einfach mal in den Himmel zu gucken und sich von irgendeinem Gerät erklären zu lassen, was ich da sehe, das gab es auch schon vorher. Vor vielen Jahren gab es dieses Teil hier, den Sky Scout. Und da musste ich nicht nur erstmal lange in der Regel warten, bis das GPS dann auch aktiviert wurde, sondern ich hatte auch nur die Möglichkeit, hier durch dieses Loch durchzugucken auf den Stern rauf. Und dann wurde mir allerdings auch mit schöner Stimme entsprechend erklärt, was ich dort sehe. Das hat auch sehr gut funktioniert. Dieses Teil allerdings, das kostete 300-400 Euro. Da ist man doch mit den 79 bzw. 99
allerdings plus Smartphone-Kosten. Die sollte man dann natürlich, also das Smartphone sollte man natürlich haben. Wenn man das extra dazu kauft, dann wird es wirklich teuer. Aber das ist dann ja doch deutlich schlanker vom Preis und vom Gewicht her übrigens auch mehr mitnahmefreudig als dieser Koloss hier. Obwohl der mir auch sehr viel Spaß gemacht hat. Das muss ich durchaus zugeben. Und das kommt auch beim Rendezvous klasse an, wenn man mal wieder unter Sternenhimmel durchläuft und dann erklärt, guck mal da, ja, und dann eben nicht nur den großen Wagen erkennt, sondern und sei es nur die Leier oder den Schützen oder was auch immer und dazu dann auch noch eine spannende Geschichte erzählen kann. Zumindest wenn der Partner oder die Partnerin für sowas empfänglich ist, dann sonst einfach nichts dazu sagen. Langer Rede, kurzer Sinn. So einfach es auch aussieht, da steckt eine Menge drin und es funktioniert wirklich und macht Hölle Spaß, wenn man rausgeht und damit dann den Himmel für sich entdeckt und deutlich mehr auch als einfach nur mit dem normalen Smartphone, das man hochhält und versucht, das Ganze dann miteinander abzugleichen. Also dieses hier ist durchaus meines Erachtens dieses Geld mit knapp 100 Euro auch definitiv wert, wenn man, wie gesagt, sowas mag. Alle anderen haben bis hierhin wahrscheinlich sowieso nicht zugeschaut. Und man muss natürlich auch beachten, dass man nicht nur die Hardware bekommt, die mag jetzt sicherlich keine 100 Euro in der Herstellung kosten, sondern natürlich auch die App, die dann ja auch mit professionellen Sprechern versorgt wurde und. Also das ist sicherlich noch mit hineinzurechnen und ja, es gibt ja sogar noch eine Tasche dazu. Schön gemacht, schönes Gerät. Also werde ich wahrscheinlich auch nochmal zuschlagen müssen. Ach, das ist die Krux mit den guten Rezensionsexemplaren. Aber das sind persönliche Schicksale, die werde ich nächstes Mal wieder ausleben. Bis dahin alles Gute und tschüss.